So, und damit können wir jetzt anfangen am Ostersonntag und ich freue mich nach langer, langer Zeit, ihn mal wieder im kleinen Startag begrüßen zu dürfen. Wir haben schon viel Spaß in vielen anderen Startagen gehabt. Wir haben zusammen gekocht, wir haben eigentlich alles gemacht und jetzt darf ich Ihnen ein frohes Osterfest 2020 wünschen. Am Telefon zugeschaltet Andreas Karl. Hallo Andreas, grüß dich. Bernie, hallo, grüß dich. Schön, wieder mal deine Stimme zu hören und wieder mit dir zu telefonieren. Obwohl wir heute, glaube ich, nicht kochen, gell? Zumindest haben wir es nicht ausgemacht. Wir haben es nicht ausgemacht. Ich glaube, du bist nicht vorbereitet. Du könntest mir erzählen, was es gestern Abend bei dir gab. So wie bei den meisten Deutschen wahrscheinlich Grillfleisch. Richtig. Also wir haben gestern quasi den Tag genutzt und haben bei uns im Garten haben wir ein kleines Feuerchen gemacht und da haben wir natürlich dann den Grill angeschmissen. Was willst du auch anderes tun bei dem Wetter? Wollte ich gerade sagen, wie gehst du mit dieser schwierigen Zeit um? Ich versuche das Beste daraus zu machen. Das heißt, ich versuche trotz allem jetzt nicht den ganzen Tag Fernsehen zu gucken, denn es kommt ja eh nur Corona hier, Corona da. Ich versuche tatsächlich so ein bisschen mich mit Instagram auseinanderzusetzen, was für mich schwer genug ist, weil ich es, glaube ich, immer noch nicht so richtig kapiert habe. Aber ich kriege da Nachhilfe, von daher, man hat jetzt Zeit für Dinge, die man sonst immer vor sich hingeschoben hat oder wo man gesagt hat, ach nee, das mache ich nicht. Also der Keller zum Aufräumen ist bei mir auch noch dran. Du bist ja auch als DJ unterwegs, man sieht das jetzt gerade, man hört das immer ständig, Corona, die Künstler, die DJs, die haben natürlich Einbußen. Wie ist das bei dir? Bei dir Gott sei Dank nicht so schlimm, kann man glaube ich verraten. Nee, also der DJ-Job an sich, der ist komplett auf Null gefahren. Gibt jetzt zwei im Moment noch einige Discjockeys, die im Moment online streamen und die dann auch versuchen, irgendwie sich über Online-Plattformen quasi eine Visitenkarte zu hinterlassen, dass wenn alles mal wieder aufgeht, dass sie quasi im Gespräch bleiben. Ich mache es tatsächlich nicht. Ob ich es irgendwann mal mache, weiß ich noch nicht. Im Moment ist es auf jeden Fall nicht geplant. Aber, und das war das, was du vielleicht meintest, ich habe noch einen normalen Job. Also ich habe vor 10 Jahren quasi den Sprung vom hauptberuflichen Discjockey wieder zurückgemacht ins Angestelltenverhältnis und bin froh, im Moment jetzt tatsächlich noch einen normalen Job zu haben, wobei bei der Tätigkeit, die ich tue. Das ist in einem großen Musikhaus, verkaufe ich quasi DJ- und Veranstaltungsequipment und berate da Kunden. Auch da kann man sich jetzt vorstellen, wenn es keine Veranstaltung gibt, gibt es auch die Nachfrage nicht. Das heißt, auch da haben wir natürlich im Moment mit einem massivsten Rückgang zu kämpfen. Dafür beraten wir aber Leute, wie sie streamen können, wie sie mit Skype sich tolle Mikrofone kaufen können. Von daher, im Moment habe ich auf jeden Fall noch was zu tun. Also keine Kurzarbeit. Wir bei Liebherr gehen jetzt zum Beispiel in Kurzarbeit ab Dienstag, nur noch 6 Stunden arbeiten am Tag, aber der volle Lohn ist noch fast da. Also du bist mit der Kurzarbeit noch nicht so in Berührung. Im Moment noch nicht, aber was nicht ist, kann noch werden. Also ich glaube, wir wissen alle nicht, wohin dieses Land in dieser Krise fährt oder wohin auch die einzelnen Firmen fahren. Aber genau das ist ja auch so diese Motivation gewesen, meinen neuen Song zu machen, um da trotz allem so ein klein bisschen Hoffnung zu geben und einfach diese Motivation zu geben, dass du nicht zu Hause sitzen bleiben darfst und warten, dass dir irgendjemand was in den Schoß legt, sondern ich glaube, das ist jetzt eine Phase in diesem Land, wo jeder ein bisschen was tun muss und einfach rauskommen muss aus dem, ich sage jetzt mal, aus diesem Sumpf. Und ich fürchte halt, wir haben bei weitem noch nicht den Höhepunkt von Corona erreicht, sondern ich fürchte, wir haben damit noch einige Zeit zu kämpfen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also man hat mich neulich auch gefragt und ich habe gesagt, wir werden wahrscheinlich nicht nur dieses Jahr zu kämpfen haben. Ich habe schon gehört, die ersten Karnevalsveranstaltungen, Fastnet-Veranstaltungen fürs kommende Jahr sind auch schon abgesagt. Also das zieht sich wahrscheinlich auch noch dann ins nächste Jahr. Wobei ich das jetzt tatsächlich übertrieben ist das falsche Wort, aber ich halte es im Moment noch nicht für nötig, solange wir noch nicht wissen, in welche Richtung das es weitergeht und ein Stück weit. Wir müssen ja aufpassen, natürlich auf der einen Seite mit den Erkrankungen, mit unserem Gesundheitssystem, damit das, ich sage jetzt mal, nicht komplett aus den Fugen gerät, aber auf der anderen Seite müssen wir trotz allem, denke ich, aufpassen, auch unsere Regierung, dass das ganze Volk in Anführungszeichen da nicht hinten runterkippt. Und wir reden ja von vielen, vielen Bereichen, die im Prinzip im Moment am Ausüben ihres Berufes gehindert werden. Und auch da wird es irgendwann einen Konsens geben müssen mit natürlich der Gesundheit auf der einen Seite. Aber was nützt es, wenn wir ein gesundes Volk sind, wenn keiner mehr einen Job hat und sich Leute reihenweise vielleicht die Kugel in den Kopf gejagt haben, weil sie zu Hause verrückt werden. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte und ich glaube, da wird jeder so
so ein Stück weit mit dafür sorgen müssen, dass wir uns da gegenseitig quasi nicht zu Hause zerfleischen. Das auf jeden Fall. Kurze Frage noch, bevor wir jetzt wieder ein bisschen Musik machen und dann über deinen aktuellen und neuen Song sprechen. Wenn man die Politik in Deutschland berichtet, wir wollen jetzt mit Sicherheit nicht groß über die Politik reden, findest du richtig, wie gehandhabt wird? Oder sagst du, vom Bundesland zu Bundesland macht der eine das gut, der andere macht es nicht gut? Ist schwierig. Also ich glaube und bin überzeugt, dass jedes Bundesland ein Stück weit nochmal lokale Faktoren hat, die man berücksichtigen muss. Ich denke, Bayern mit der Nähe zu Österreich ist, ich komme ja aus Bayern, wie man weiß, besser gesagt aus Franken natürlich. Wir waren ja quasi mit die Ersten, die so die Ausgangsbeschränkung gemacht haben, was ich persönlich für richtig halte. Und ich war dann irgendwie kurz bevor der Shutdown kam, war ich tatsächlich privat noch in Hamburg oben, da ich da in St. Pauli im Stadion auflegen sollte, was dann natürlich auch nicht stattgefunden hat. Das war das Fußballspiel Nürnberg gegen St. Pauli oder St. Pauli gegen Nürnberg. Okay. Und da hätte ich auflegen sollen für einen befreundeten Gastronomen, der oben eine VIP-Lounge hat. Und das hat dann leider nicht stattgefunden. Und in Hamburg war das gerade auch der Moment, als die Hamburg komplett zugemacht haben. Und das war echt, das war einfach gespenstisch. Wenn du über die Reeperbahn läufst, ich bin jedes Jahr in Hamburg oben bei der Reeperbahn, beim Schlagermove. Und wenn du da siehst, dass einfach die ganzen Läden zu sind, das ist schon sehr heftig. Aber nochmal kurzum, ich bin der Meinung, ich glaube und ich bin überzeugt, dass unsere Regierung viele Berater hat. Ich glaube auch nicht, dass unsere Regierung nur diesen einen Berater hat, auf den sie hören, was man oft in den Social Medias liest. Was machen sie da? Die hören immer nur auf den einen Berater. Ich glaube, dass da viele Leute sind, die sich Gedanken drüber machen. Ich vertraue den Leuten. Ich glaube auch, dass sie es richtig machen. Und alle die, die jetzt sagen, das muss man lockern, das muss man aufmachen, das wären, glaube ich, auch die, würde man lockern, würde man aufmachen und man hätte hinterher die gesundheitliche Katastrophe, würden sie sagen, warum haben sie denn nicht zugemacht, warum haben sie denn nicht zugemacht? Ich glaube, hinterher ist es immer leicht zu sagen, ich hätte das so oder so gemacht. Im Moment glaube ich schlicht und einfach, dass das, was die Regierung tut, auch der richtige Weg ist. Wie lang man das in dieser Konsequenz durchziehen kann und muss, müssen wir einfach schauen. Da schauen wir auf jeden Fall. Andreas Karl heute bei mir im Interview am Ostersonntag. Jetzt hören wir wieder ein bisschen Musik und dann kommt sein Wunder, sein musikalisches Wunder gleich. So, der Peter Wackel mit der Vocal Easy hier bei Disco Fox FM. Andreas Karl ist zugeschaltet. Lieber Andreas, ich freue mich riesig, dass du da bist, denn jetzt reden wir einmal über Andy Welch. Er ist der Kopf der Gruppe Lollies, Musikproduzent, Werbefachmann und. Ein langjähriger Freund von dir. Ich glaube, von dir auch. Ja, von mir auch, genau. Wie seid ihr, ich meine, ich muss jetzt nicht sagen, wie seid ihr zusammengekommen, aber wieso ist der Song jetzt an euch beiden gekommen? Wieso der Andi zu dir, du zum Andi, wie ist das so gelaufen? Ja, also man kennt mich ja vielleicht so ein bisschen nicht unter dem Namen Andreas Karl mit CH, sondern vielleicht unter dem Namen Andy Karl oder Papa Oke oder NDC. Also ich hatte ja schon viele Namen, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich, den Andy Welch kenne ich seit dem Jahr 2003, glaube ich, war es schon, als wir uns kennengelernt haben. Andy Welch war verantwortlich dafür, mehr oder weniger, dass ich als DJ nach Mallorca kam. Und er hat auch mit mir meine erste Single produziert. Und es war ganz witzig, wir haben uns bei einer Veranstaltung der Partyschweine kennengelernt. Und da waren wir schlichtweg einfach auf dem Klo. Und auf dem Klo habe ich gesungen und der Andy hat mich gehört und hat gesagt, Mensch, geiles Rohr. Und dann haben wir unsere erste Nummer produziert. Und diese Zusammenarbeit hat sich dann relativ schnell zu einer Freundschaft entwickelt und eine Freundschaft, die jetzt über 16 Jahre schon hält. Und wir haben uns immer wieder mal zusammengesetzt, mal Produktionen im Mallorca-Bereich, mal Produktionen im englischen Pop gemacht oder englischen so Poprock. Und jetzt war es eben so, dass Andy diese Nummer entdeckt hat. Die hat er auch wieder von einem bekannten Produzenten von ihm, vom Johannes Löwin. Und der wiederum hat den Jan Lag, und der ist der ursprüngliche Schreiber von dem Song. Die hatten die Nummer entdeckt und hatten dann eben überlegt, ja, wen könnten wir denn da nehmen für diese Nummer? Und da kam der Andi auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Papa Oge, guck dir mal oder hör dir mal die Nummer an. Könntest du dir die vorstellen, die zu singen? Und dann habe ich mir die angehört und habe mir gedacht, Mensch, das ist eine coole Nummer. Und dann haben wir uns eigentlich so gedacht, ach, Wunder gibt's nicht, Wunder lebt man.
das wäre doch eigentlich was für die EM. Ja, und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir einfach eine EM-Nummer draus und die bringen wir dann irgendwann im Frühjahr raus. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann läuft die zur EM. Was jetzt aus der EM geworden ist, haben wir alle gemerkt oder haben wir alle gehört. Jetzt wollte ich überlegen, wie ich jetzt den Faden wieder zurückkriege. Okay. Es war dann auf jeden Fall so, dass wir haben die Nummer schon im November, habe ich die zum ersten Mal gehört und haben wir gesagt, komm, lass uns die aufnehmen, wenn Fasching so ein bisschen vorbei ist, weil auch das Studio, in dem ich aufnehme, das ist hier bei uns in Bamberg, beim Peter Hahner, haben wir gesagt, komm, der muss Musik spielen, ich muss auflegen, wir nehmen die dann nach dem Fasching auf. Ja, und dann haben wir die Nummer nach dem Fasching aufgenommen. Und als ich dann den Rough Mix, also das sagt man so, wenn man eine Nummer produziert, wenn man quasi so das erste Mal die Aufnahme hat, die hört man sich dann an, das ist dann der sogenannte Rough Mix, die hat er mir dann geschickt und dann habe ich die auf dem Weg von der Arbeit nach Hause angehört und wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, bei uns schlagen bei mir in der Arbeit natürlich auch die ganzen Musiker ein, die ganzen DJs ein, die natürlich alle im Moment das Problem haben, dass die Jobs von 100 auf 0 zurückgingen und dass sie im Moment alle echt massiv an der Wand stehen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mir diese Nummer angehört. Und dann war in dem Moment war für mich dann klar, du, eigentlich hat es jetzt mit einer EM-Nummer gar nichts zu tun, sondern das ist im Prinzip, ist das jetzt hier eine Nummer, die den absoluten Zeitgeist hat. Du hast mir ja schon ein paar Mal Gänsehaut beigebracht. Ich weiß noch, beim Jubiläum der Lollis hast du unwahrscheinlich Unchained My Heart gesungen, wo ich gesagt habe, wow, du hast die Stimme dafür. Wir werden nachher noch einen weiteren Titel hören, was du dir wahrscheinlich schon denken könntest, wo ich sage, wow. Jetzt ist dieser Titel ja sehr emotional und auch ein bisschen anders als das, was du bisher gemacht hast. Ja. Und es ist auch bewusst so, also es gibt ja immer die verschiedenen Musikerherzen, die man so in sich trägt und ich lebe und liebe den Ballermann und ich mache auch sehr, sehr gerne Ballermann-Partys. Ich mache einmal im Jahr den Schlagermove in Hamburg, wo ich auch sage, da wird 72 Stunden lang Schlager der 70er zelebriert und ich habe ja auch noch eine kleine Liveband, mit der wir englischen Rock-Pop machen. Für mich ist immer ganz wichtig, ich bin Mensch, ich brauche die Abwechslung, also ich kann nicht alles irgendwie exzessiv machen, sondern ich brauche immer so von allem ein bisschen was. Und das sind dann für mich immer so die musikalischen Gegenpole auch. Und diese Nummer, so dieser Deutschrock, Deutschpop, kommt darauf an, wie man es sehen will, oder auch Disco Fox, je nachdem, Viervierteltakt ist ja alle, also alles, was im Viervierteltakt ist, ist ja auch Disco Fox tanzbar, sage ich jetzt mal. Mhm. Das ist auch ein Bereich, den ich tierisch mag oder wo ich auch Vorbilder habe, die ich tierisch gut finde. Ja, und deswegen war das für mich einfach schön und gut und ich habe mich super und sauwohl gefühlt bei dieser Nummer. Und nachdem dann eben der Rough Mix draußen war, haben wir gesagt, komm, wir nehmen die jetzt nochmal auf, haben dann auch die Tonart nochmal geändert. Und dann war die Nummer natürlich auch mit einem völlig anderen Hintergedanken, als wir die dann quasi final eingesungen haben und das Ergebnis ist ja quasi das, was wir jetzt veröffentlicht haben. Genau, das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. Danach würde ich gerne noch über das Video mit dir sprechen und viel mehr. Aber damit unsere Hörer, die den Song noch nicht kennen, ihn einfach mal hören, spielen wir ihn jetzt. Andreas Karl und Wunder. Licht und Schatten, Schatten und Licht, Höhen und Tiefen, nur du und ich, total euphorisch. Und dann wieder down. Gute Zeiten, ein neuer Weg. Alte Ängste abgelegt. Tief im Herzen sowas von befreit. Mach dich zum Sprung bereit. Alte Wunden heilt die Zeit. Denn Wunder gibt's nicht, Wunder lebt man, Wunder lassen wir entstehen immer wieder. Sind wir bereit? Denn Wunder gibt's nicht, Wunder lebt man, Wunder lassen wir entstehen immer wieder. Worte, alles gesagt. Falschen Träumen nicht nachgejagt. Sind angekommen im Hier und im Jetzt. Das ganze Chaos komplett gedreht. Noch nie
so intensiv gelebt. Tief im Herzen sowas von befreit. Mach dich zum Sprung bereit. Alte Wunden heilt die Zeit. Denn Wunder gibt's nicht, Wunder lebt man. Wunder lassen wir entstehen immer wieder. Der Titel zur Corona-Krise. Und lieber Andreas, ich bin fasziniert von diesem wunderschönen Video. Du im Auto, aber auch Bildern, wo sonst wahrscheinlich Menschenmassen zu sehen sind. Wie ist die Idee zu diesem Video entstanden? Ja, tatsächlich ist diese Idee im Bett entstanden, als ich nämlich mein Handy aufgemacht habe und dann habe ich einen Post gesehen von einem Nürnberger Fotografen, der quasi die Nürnberger Stadt, also so diese Hotspots von Nürnberg gefilmt hat, aktuell da Ende März, die Menschen leer waren. Und dann habe ich das Video gesehen und habe gesagt, wow, so hat man Nürnberg tatsächlich noch nie gesehen. Und dann ist eben so in meinem Kopf diese kleine Vision, sage ich jetzt mal, entstanden für das Video, wo ich mir dann auch gedacht habe, in Anbetracht der begrenzten Mittel, denn du darfst dich ja nicht treffen, du darfst jetzt kein Video drehen, du kannst kein Videoteam holen, habe ich dann den Fotografen angeschrieben, habe ihn gefragt, ob wir denn die Bilder für unser Video verwenden dürfen. Dann hat er gesagt, ja klar, Mensch, kein Thema. Habe ihm natürlich den Song vorgespielt und habe gesagt, dafür hätten wir den ganz gerne, ob er uns dafür eine Freigabe gibt. Das hat er dann auch gemacht. Und dann habe ich quasi in meinem Bekanntenkreis meine Freunde, meine Bekannten gefragt. Also ich habe den zuerst einen Titel geschickt und jeder, der dann zurückgeschickt hat, Mensch, den finde ich klasse, den finde ich geil oder der ist toll. Die habe ich dann wiederum gefragt, Mensch, hättest du nicht Lust im Video mitzumachen und dann dreh doch mal bitte zwei Szenen. Einmal quasi die ernste Seite, die nachdenkliche, die existenzbedrohte Seite und dann die zweite Seite quasi dann, wenn du das Wunder vollbringst. Und das haben die dann alle mit dem eigenen Handy quasi im Selfie-Modus gemacht und das haben sie mir geschickt und dann habe ich mir gedacht, Mensch, komm, hast noch eine GoPro rumliegen, die packst du dir mal ins Auto und dann habe ich mich auf dem Weg zur Arbeit, das war ein Take auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mich da quasi selber dabei gefilmt und daraus haben wir dann das Video geschnitten. Und ich glaube oder ich bilde mir ein, dass das Video tatsächlich nicht den Song zur Corona macht, sondern ich hoffe, den Song Corona zu überstehen und hinterher jeder sein persönliches Wunder entstehen zu lassen, dass das der Song dazu ist. Zumindest war das mein Gedankengang dazu. Und was man in dem Video auch sieht, viele Freunde von dir, du hast es angesprochen, ich habe zum Beispiel George Le Bonsai gesehen, Alexander Herrmann. Ja, der Sternekoch, bei dem ich tatsächlich schon ein paar Mal auflegen durfte und uns verbindet da irgendwie so glaube ich, eine kleine Wellenlänge. Also er mag meinen Humor, ich mag seinen Humor. Wir schätzen uns, glaube ich, sehr. Und ich habe ihn einfach spontan gefragt, Mensch, hättest du Bock, beim Video mitzumachen? Und innerhalb von einem Tag hatte ich dann quasi das Video von ihm, was ich sehr zu schätzen weiß und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin.
Wir kommen noch kurz auf deinen Namen zu sprechen. Wir hatten schon NDC. Einer der vielen. Einer der vielen, deswegen, ich wollte gerade sagen, NDC kennen wir von dir, DJ Papa Oke. Und jetzt Andreas Karl mit CH. Da denke ich mir, bei dem einen oder anderen kommt doch schon mal die Frage an dich, wie wird denn das jetzt ausgesprochen? Ja, tatsächlich kommt die und dann fragen sie mich immer, ihr heißt jetzt Andy Schal oder heißt es Andy Chal oder wie heißt es denn? Dann sage ich immer, naja, es heißt ja auch nicht Chinese oder es heißt ja auch nicht Christine oder Chemie. Also wir hatten uns halt einfach gedacht, wir möchten quasi eine Art Künstlernamen machen, der jetzt nicht ist wie mein normaler Name, den kennen wahrscheinlich die meisten, das ist Karl, einfach nur mit K geschrieben, und haben uns da gedacht, wir machen einfach einen Künstlernamen, und da mir jetzt diese Musikrichtung sehr, sehr am Herzen liegt oder auch sie, ich sage jetzt mal, sie am ehesten meinem privaten Musikgeschmack, was ich jetzt privat höre, auch entspricht. Deswegen haben wir gesagt, komm, dann machen wir einfach den Andreas und schreiben das Karl mit CH. Und deswegen haben wir uns jetzt auf den Namen gemacht. Und wenn ich der Papa Oke bin, dann bin ich quasi auf der Bühne und dann feiere ich meine Mallorca-Titel oder feiere auch die Mallorca-Musik. Und wenn ich mit meiner Band unterwegs bin, dann heißen wir Chief Oke. Na, also so möchte ich mich quasi durch den Namen, mit dem ich da bin, quasi so ein Stück weit separieren, dass die wissen, wenn da DJ Papa Oke auf dem Plakat steht, dann macht der Malle-Musik, dann macht der her. Wenn da Chief Oke auf dem Plakat steht, dann wissen sie, die machen Pop-Rock von Joe Cocker über Bon Jovi bis zu Westernhagen. Und wenn eben Andreas Karl da steht, mit CH geschrieben, dann weiß man hoffentlich, dass da so ein bisschen Deutsch-Rock-Pop kommt, der mitunter auch im Text mal ein bisschen tiefer gehender ist. Und ja, dadurch möchte man das so ein klein bisschen unterscheiden. Und ich hoffe oder ich denke, ich glaube, dass uns das schon gelungen ist. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, du hast dir noch ein bisschen Zeit mitgebracht, auch für die nächste Stunde noch ein bisschen da zu sein. Weil ich würde natürlich noch Mallorca, den Schlager-Move und ansprechen. Obwohl viel gibt es da nicht zu erzählen, aber wir machen es einfach mal. Und ich freue mich weiterhin, dass du dabei bist. Jetzt haben wir noch ein bisschen Musik bis 16 Uhr. Und in der nächsten Stunde geht es dann mit dem Andreas weiter hier bei Disco Fox FM. So, und der letzte Schnipsel, der gehört zu den 8 dazu. Ich kriege nämlich alles Lösungen mit 7 Interpreten, aber dieses Ahu, das gehört einfach noch mit dazu, liebe Hörer und Hörerinnen von Disco Fox FM. Bernd Krause at beatfox.de, das ist die E-Mail-Adresse. Und lieber Andi, ich frage dich jetzt einfach mal, hast du was gehört und hast du versucht, ein bisschen mitzuraten? Ja, ich wollte beinahe schon mitsingen, aber dann habe ich mir gedacht, nein, ich verhalte mich ruhig, nicht, dass es irgendeine Lösung ist. Aber ich würde auch nicht alle zusammenkriegen. Also ein paar habe ich, aber tatsächlich nicht alle. Okay, und viele haben das letzte so dieses Ahu vergessen. Das war auch ein Hit aus den 70ern, Ende der 70er Jahre. Also ich bin mal gespannt, ob da jetzt noch jemand eine E-Mail schreibt, wo 8 Lösungen draufstehen. So, jetzt möchte ich mit dir drüber reden, über einen Song, der mich bei dir fasziniert. Deine Stimme fasziniert mich sowieso, das weißt du, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der diesen Song hat. Und ich glaube, du bist auch ein Mensch, der diesen Song covern kann. My Way von Frank Sinatra, was sagt dir das? Oh. Das stimmt, da ist ja tatsächlich eine der wenigen Aufnahmen, und es ist tatsächlich so eine Studioaufnahme gewesen, die wir irgendwann mal gemacht haben. Quasi auch ein Rough-Mix, den du da gekriegt hast. Ich weiß gar nicht, warum habe ich dir den seinerzeit mal geschickt, das weiß ich gar nicht mal. Das war vom StarTag aus, weißt du, der liegt im StarTag-Ordner drin, versteckt, nicht spielen, den spiele ich immer nur, wenn du bei mir in der Sendung bist, weil ich finde ihn einfach stark, ich könnte ihn jeden Tag spielen, weil das passt von der Stimme. Ist Frank Sinatra auch so ein Mensch, der dich auch fasziniert musikalisch? Ja, definitiv. Ich bin jetzt gerade nur so ein bisschen durcheinander, dass du jetzt die Nummer spielst, denn tatsächlich hat die Nummer oder die Aufnahme jetzt auch für mich eine persönliche, ganz besondere Bedeutung gekriegt, weil ein ganz, ganz lieber Freund von mir ist leider verstorben, und der hat genau dieses My Way auch mal selber eingesungen. Das war mein lieber Roli, der auch tatsächlich noch gestern Geburtstag hatte. Deswegen erwischst du mich da jetzt gerade tatsächlich auf einem sehr emotionalen Fuß. Okay, das war jetzt natürlich nicht von mir geplant, da bin ich ja ganz ehrlich. Ich habe nur damals, irgendwo hast du den auf einer Bühne gesungen. War das damals, ich glaube auch bei den Lollis, damals unter diesem Zeltdach hast du den, glaube ich, gesungen? Du, ich weiß es tatsächlich gar nicht mal. Also ich habe diese Nummer sehr, sehr häufig gesungen, oder ich singe sie auch jetzt noch.
Gerne, wobei ich die tatsächlich seit dem Tod von meinem Freund nicht mehr gesungen habe, aber da gab es auch noch keine Gelegenheit. Ich habe den auch schon mit meiner Band gesungen. Der Song ist für mich auch, oder es gibt ein paar so Songs des Lebens, und My Way ist tatsächlich so ein Song, der für, glaube ich, extrem viele Musiker so ein Synonym ist für das Leben. Na, man versucht natürlich immer irgendwas in seinem Weg zu machen, man versucht immer sich nicht irgendwie zu verbiegen und einfach seinen Weg zu gehen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich hänge jetzt gerade tatsächlich mit dem Kopf beim Roli. Spielst du einfach mal schnell die Nummer, wenn du magst. Ich wollte gerade sagen, wir hören jetzt My Way. Hier ist DJ Papa Oke. Wir haben so viele Veranstaltungen in diesem Jahr. Wir wollen jetzt mal ein bisschen spekulieren. Ich habe gesagt, vielleicht im August, September wieder Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten. Was ist so dein, was schätzt du, wann geht's wieder los? Also es gibt ja zwei Dinge. Es gibt einmal... gibt ja einmal die Hoffnung und es gibt einmal die Befürchtung. Die Hoffnung ist natürlich, dass wir in 2 Monaten einen Impfstoff finden oder ein Verfahren finden, womit man Menschen testen kann, und jeder, der negativ ist, beziehungsweise es schon mal gehabt hat, darf quasi wieder raus, und alle anderen müssen quasi weiter, in Anführungszeichen, wie wir jetzt alle, in Quarantäne bleiben. Ich befürchte halt, dass es wahrscheinlich jetzt in den nächsten 8 Wochen nicht passieren wird oder in den nächsten 2 Monaten. Ich kann mir persönlich im Moment nicht vorstellen, oder ich fürchte es, ich möchte zwar den Leuten draußen irgendwie die Hoffnung nicht nehmen, aber ich fürchte, dass wir dieses Jahr Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen fürchte ich fast nimmer erleben werden. Also ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Ich weiß zwar, dass sehr, sehr viele von den Veranstaltungen im Moment noch stehen. Ich bin ja auch auf einigen gebucht, oder wenn man bei mir auf den Terminkalender guckt, da sind viele Veranstaltungen dabei. Und am liebsten wäre mir natürlich, wir könnten morgen Klick machen, wir wachen auf, wir wissen nur, Corona ist eine Biersorte, und wissen nicht, dass es das als Virus gibt, und das wäre alles vorbei und wir können diese Veranstaltungen alle durchführen. Aber ich befürchte, dass wir wahrscheinlich jetzt nach Ostern gesagt bekommen, dass wir diesen Zustand, in dem wir im Moment sind, einfach noch für ein paar Wochen machen müssen. Und ich fürchte, dass Veranstaltungen, da gibt es auch so ein paar Berichte im Netz, die darauf hinschließen lassen, dass Veranstaltungen auch mit mehreren Personen, dass sie tatsächlich erst wieder gegen Ende des Jahres gelockert werden können, womöglich. Ich weiß zwar noch nicht, wie die Veranstaltungsbranche bis dahin überleben soll, wie das funktionieren soll, das weiß ich nicht, aber ich befürchte, dass die Veranstaltungen nicht stattfinden. Hoffen tue ich natürlich, dass die in irgendeinem Rahmen stattfinden können. Wie gesagt, dass es bis dahin irgendeine Methode gibt, wie man rauskriegen kann, ob jemand jetzt an dem Virus erkrankt ist oder ob er ihn schon hatte und jetzt quasi immun ist. Na? Aber das wissen wir alles nicht. Wir wissen es einfach nicht. Du bist ja auch auf vielen Veranstaltungen unterwegs, die auch noch da sind. Ich bin ja so begeisterter Fan der Schlagernacht in Weiß, Matthias Lobeck, Stefan Peters, die ja sicherlich auch bangen. Neulich habe ich noch Kontakt gehabt, da hat man gesagt, ja, wir müssen abwarten, aber momentan findet sie noch statt. Es kommt der Schlager-Move, wo du unterwegs bist. Ja. Das sind ja gerade so richtig große Veranstaltungen. Und in Hamburg beim Schlager-Move ja wesentlich mehr Leute. Wie viel kommen da? 60, 70, 80.000? Nee. Also Schlager-Move in Hamburg, da reden wir von 400 bis 500.000 Menschen, die sich da über die Reeperbahn und über den Hamburger Hafen da entlang schlängeln. Ja, mit Partyreisen 24 machen wir da einen Zug hin, und den fahren wir im Prinzip, jetzt wäre es das 17. Jahr, und der ist noch nie ausgefallen, wir sind den jedes Jahr gefahren. Im Moment steht der natürlich auch noch, wobei ich jetzt tatsächlich die Befürchtung habe, dass es sein kann, dass der Schlager-Move jetzt irgendwann abgesagt wird. Natürlich verstehe ich auch jeden Veranstalter, der bis zuletzt hofft und sagt, Mensch, ja, vielleicht gibt es doch irgendeine Lösung, oder vielleicht passiert bis dahin das Wunder. So bescheuert, wie es klingt, ein Monat vor Corona hätte auch keiner gedacht, dass so ein Virus mal das ganze Land lahmlegt. Wer weiß, vielleicht kommt jetzt tatsächlich irgendeiner um die Ecke und sagt, hier, guck mal, ich habe den goldenen Schuh und jetzt sind wir wieder alle gesund, oder das ist die Tablette. Man weiß es nicht, aber ich glaube, als Veranstalter, wenn du spitz auf Knopf stehst, dann versuchst du dich natürlich an jeden Strohhalm, und wenn es ein noch so kleiner und ein noch so schwacher Strohhalm ist, dich da irgendwie ranzuhalten. Und ich
hoffe natürlich inständig, dass die Veranstaltungen so gut, so schnell und so zügig es irgendwie geht, tatsächlich wieder stattfinden können. Denn man darf eins auch nicht vergessen, diese ganzen Veranstalter, da hängen auch so viele Existenzen dran. Da hängen viele Nebenjobber dran, da hängen viele Gastronomen dran. Da hängen so viele einzelne persönliche Schicksale dran, dass man echt nur hoffen kann, dass wir das Ganze so schnell, wie es irgendwie geht, wieder in normale Bahnen lenken. Und natürlich, dass auch die Partner der Veranstalter, die Veranstalter jetzt nicht einfach im Regen stehen lassen, sollte es tatsächlich sein, dass so eine Veranstaltung abgesagt werden muss. Da kann es wirklich nur solidarisch funktionieren, dass da alle irgendwie an einem Strang ziehen und gucken, dass der Veranstalter dann nicht irgendwie den Blattflug macht und da irgendwie Konkurs anmelden muss. Denn die Veranstaltungen, die wir haben in Deutschland, da sind so viele, so schöne und so tolle Veranstaltungen dabei. Es wäre tragisch, wenn sowas dauerhaft tatsächlich geschädigt wird. Also geschädigt wird, das ist jetzt schon klar. Also unsere Veranstaltungsbranche, unsere Gastrobranche, die hat durch Corona auf jeden Fall jetzt mal einen massiven Treffer gekriegt. Ob das Schiff jetzt untergeht oder nicht, hängt ein Stück weit an so vielen Faktoren und auch an allen Menschen, die da irgendwie dranhängen. Bei den Gastronomen siehst du jetzt, jeder versucht irgendwie was außer Haus zu verkaufen, dass man vorbeigehen kann, damit die zumindest irgendwas haben oder ein bisschen was haben. Ich würde mir das Ganze auch für unsere Einzelhändler wünschen. Ja. Denn da ist ja das Problem, alle werden ja im Moment zu den Online-Händlern quasi hingetrieben. Du kannst ja, wenn du eine Holzlasur brauchst, die kriegst du nicht im Moment. Nee. Du kriegst keine Holzlasur, obwohl du jetzt daheim bist und könntest die Gartenmöbel streichen. Du kriegst keine Holzlasur. Du kannst sie dir jetzt nur online kaufen. Und ein Stück weit wird halt dadurch jetzt natürlich der ganze Online-Handel, der wird jetzt exorbitant durch die Decke gehen. Das glaube ich auch. Baden-Württemberg sind die Baumärkte auf, in Bayern sind sie zu. Sie sind alle von hier rübergefahren. Du hast, glaube ich, einen Kumpel, der ist dann in die Niederlande rübergefahren, ne? Nein, ich habe es halt gehört, dass viele Menschen, irgendwie im Grenzgebiet sind, dass die halt dann eben darüber gefahren sind und haben dann in Holland eingekauft. Und ich glaube, Tagesschau oder wo ich es irgendwo mal gesehen habe. Okay. Ja, ich verstehe es ja. Hätte ich jetzt hier irgendwie in 10 Kilometer weiter irgendwas und ich würde jetzt was existenziell brauchen. Na, wir reden jetzt nicht davon, dass ich mir, keine Ahnung, ein neues Fußballklebeheft kaufen will, sondern tatsächlich irgendwas, dass du jetzt was sinnvoll auch tun kannst, wenn du daheim bist. Und es geht ja auch um die ganzen Eltern oder die ganzen Kurzarbeiter, die sind jetzt zu Hause. Und natürlich macht Sinn, dass sie, keine Ahnung, die Bude streichen, Bude renovieren oder irgendwas tun. Denn nur daheim sitzen und irgendwie Hartz IV TV gucken, ist ja auch kacke. Du wirst ja bescheuert. Da sagst du wahre Worte. Also da spreche ich dir aus der Seele, Hartz IV TV, man kann fast schon mitspielen bei diesen Episoden, die man sich dann tagtäglich angucken muss. Ja, du kannst ja aber auch im Moment die Glotze nicht mehr anmachen. Das kommt ja nur irgendein Retortenkäse oder dann auch irgendwelche logischerweise Streaming-Nummern, wo irgendeiner dann zu irgendeinem heimschaltet, der dann mit einer schlechten Videokamera sich selber aufnimmt. Das ist jetzt natürlich aus der Not raus, aber richtig Spaß machen tut es natürlich nicht. Und die klassische Samstagabendshow, die kannst du ja natürlich jetzt auch nicht produzieren. Das ist ja das Problem. Ich sage ja auch, wir mussten unser Video ja quasi auch mit einfachsten Mitteln herstellen. Und genauso geht es natürlich auch den Fernsehbetreibern. Die können jetzt natürlich ihr Kinoarchiv aufmachen und irgendwie einen Film nach dem anderen zeigen. Denn irgendwie eine Live-Show, eine Live-Reportage oder über irgendein Event kannst du ja im Moment nicht berichten. Es gibt ja nichts. Nee, genau, das stimmt. Ich liebe den Sonntag auf der Couch, wenn du irgendwie Biathlon oder Skispringen oder was der Geier was anguckst, kommt ja nichts. Nee, genau. Wurde ja auch alles abgesagt. Wir reden gleich noch über Mallorca, du bist auch begeisterter Fußballfan, man kann sagen, erster FC Nürnberg. Ja. Da reden wir gleich 100%. Auch noch drüber. 100% erster FC Nürnberg. Ich bin Dortmund-Fan, aber ich glaube, das weißt du schon. Aber wir können. Alles gut. Ich liebe die Vielfalt beim Fußball. Ja, genau. Und wir reden gleich drüber. Jetzt noch ein bisschen Musik und die kommt jetzt von Andy Borg. Er ruft seine Sarah und danach nochmal die Lollis mit einer wunderschönen Version von Hallo Klaus, ich will nur zurück zu dir. Die kommt nämlich auf Englisch. Baby, please come back. So, und da muss ich mal ein riesen Kompliment machen an Andy Welch und die Lollis. Eine tolle Version auf Englisch. Gefällt mir teilweise besser wie das Original, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Da sagte Andy gar nichts. Ich habe ihn auch nicht angesprochen. Was sagst du dazu? Baby, please come back, die Lollis? Ja, schöne Version, schönes Cover. Na, im Prinzip von dem Knickerbocker und Biene Song. Genau. Ja.
Ich habe tatsächlich bis dato eigentlich immer mehr die deutsche Version gespielt, wenn ich irgendwo bei Partys aufgelegt habe, da die deutsche Version ja so ein Stück weit besser in so eine Schlager- oder Mallorca-Party gepasst hat. Ja, genau. Als die englische. Ja, genau. Aber die englische ist also fürs Radio, finde ich, richtig top. Bin ich ganz ehrlich. Wir reden über Mallorca. Wie sieht's da aus? Da wäre doch jetzt auch jetzt so kurz das Opening gewesen oder ist noch, was ja auch flach fällt, denke ich, ne? Du, wir wären, glaube ich, sogar jetzt dann so in der Vorbereitung gewesen. Ich glaube, nächstes Wochenende wären wir geflogen und dann wären wir drüben gewesen. Natürlich, man hat es mitgekriegt, Mallorca auch einen kompletten Shutdown gemacht. Das heißt, mit Ausgangsverbot, mit Ausgangssperre. Da ist im Moment zapfenduster. Bierkönigs, normalerweise 365 Tage im Jahr offen, ist zu im Moment. Ne? Was sich da tut, wann da auch wieder gelockert und geöffnet wird, ist tatsächlich auch alles noch so höchst spekulativ. Man muss da ganz einfach abwarten. Also wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten und jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema. Ich glaube, jetzt können wir noch 3 Stunden sabbeln, denn jetzt reden wir über den Fußball. 100% Nürnberg-Fan, 100% ja. Dortmund-Fan. Ja, nicht so schöne Jahre gehabt mit dem Club, zweite Liga. Ja, wir sind immer noch mittendrin mit den nicht so guten Jahren. Aber genau. Ich glaube, wenn du Nürnberg-Fan bist, dann musst du tatsächlich so ein bisschen Sadomaso. Ich weiß es nicht, du musst auf jeden Fall höchst leidensfähig sein, denn als Nürnberg-Fan, da hast du im Prinzip schon alles mitgemacht. Ich meine, Meister zu werden und dann die Saison darauf abzusteigen, ne, oder Pokalsieger zu sein und dann quasi so einen Absturz hinzulegen. Ja, das schafft nur Nürnberg, das schafft nur der Club, aber auch gerade das ist für mich der Reiz an diesem Verein, dass du halt nicht immer nur was hast, wo du hinterherläufst und sagst, ey, wir sind super, ey, klasse, wir sind die Besten, weil wir werden sowieso Deutscher Meister. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und das war auch noch nie meins. Ich habe mich da quasi schon immer relativ schnell auf die Seite der Underdogs gestellt und bei uns in der Schule war es früher immer, hey, Nürnberg oder Bayern. Na, das ist wie wahrscheinlich im Ruhrpott, Dortmund oder Schalke oder keine Ahnung, Köln, Düsseldorf. So war das halt bei uns mit Nürnberg oder Bayern und da war für mich relativ schnell klar, natürlich Nürnberg. No. Und ja, und da bin ich seit vielen Jahren dabei und habe auch schon das Glück gehabt, für Nürnberg quasi für die Fanszene Songs machen zu dürfen, die dann quasi auf der Club-CD drauf waren und hatte auch schon das Vergnügen, quasi in der eigenen Fankurve vor den Fans singen zu dürfen. Und das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes, glaube ich. Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Für mich ist es immer besonders, als Dortmund-Fan im Westfalenstadion beziehungsweise jetzt im Signal Iduna Park zu sein. Brauchen wir gar nicht drüber schwätzen. Tolle Atmosphären, tolle Spiele haben wir, glaube ich, auch schon als Fans gesehen. Du beim Nürnberg, ich in Dortmund. Frage ist eher, wie wird es weitergehen? Wie wird die Saison gespielt? Wie wird die entschieden? Was ist da so dein Eindruck? Was wird der DFB machen? Ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also was sie natürlich vorhaben oder was sie versuchen werden, ist natürlich die Saison irgendwie ansatzweise zu Ende zu bringen. Was für mich jetzt schon mal 100% klar ist, ist, dass es ohne Zuschauer stattfinden wird. Und inwieweit eine Fußballsaison ohne Zuschauer, na, ich weiß es nicht, Sinn macht. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Oder andersrum. Ich habe im Kopf noch diese Spiele, die manchmal übertragen wurden, irgendwie bei DSF oder Sport1. Sport1 heißt es jetzt, nicht DSF. Wo sie im Prinzip dann diese Trainingsspiele übertragen haben, wo ich sage, da war halt null Atmosphäre. Und genauso ist es jetzt, wenn du halt ein Bundesligaspiel hast, was im Prinzip vor null Zuschauern stattfindet. Da kicken die rum und du hörst im Prinzip, wenn hinten der Verteidiger seinen Mittelfeldspieler anschreit, das hörst du halt. Im normalen Spiel würdest du es niemals hören, weil es im Stadion einfach so laut ist. Ja, es ist schwierig. Die Frage ist, komische Zeiten, komische Spielregeln. Ich weiß es nicht. Also cool ist es nett. Faktisch ist aber auch, du kannst jetzt natürlich nicht sagen, du, ein halbes Jahr lang gibt es jetzt keinen Fußball, weil natürlich jeder Sportler irgendwie in Shape bleiben muss. Die müssen natürlich trainieren, die müssen irgendwas tun. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt zumindest Spiele übertragen würdest im Fernsehen, dann hast du zumindest schon mal so ein klein bisschen was, dass du weniger Hartz IV schauen musst. Also von daher wäre das vielleicht auch wieder was Gutes. Ich kann es dir nicht sagen. Wünschen würde ich mir natürlich das Gleiche wie für die Veranstaltungen. Hey,
morgen kommt der mit dem goldenen Schuh und dann ist alles wieder gut und wir erwachen aus diesem bösen Traum. Ich fürchte aber, dass es tatsächlich so sein wird, dass die Bundesliga jetzt ohne Zuschauer zu Ende gespielt wird. Ich persönlich wäre tatsächlich für einen Abbruch, für eine Annullierung, für quasi einmal zurücksetzen, als hätte die Saison 2019, 2020 nie begonnen. Würde quasi unter gleicher Konstellation dieses Jahr wieder neu anfangen. Und wenn es dann komplett ohne Zuschauer ist, dann ist es aus meiner Sicht zumindest fair für alle gleich. Jetzt hast du halt das Problem, dass die ganzen ersten Spieltage bis vor kurzem jetzt zum Teil vor Publikum stattfanden, die letzten Jahre dann auch ohne. Aber für mich ist das so eine leichte Verzerrung und ich würde einfach sagen, besondere Situation, besonderer Anlass, auf Null setzen und das Ganze nochmal von neu starten. Hören wir wieder Musik von dir, tolle Analyse von dir. Ich glaube, da würde ich sogar mit dir gehen. Musik, ein Titel, wo ich damals gesagt habe, wow, da hat er sich rangetraut. Ich habe den Titel nie gemocht, in der Version von dir auf jeden Fall. Und ich glaube, du weißt jetzt, was kommt. Eckstein kommt. Oh! Jetzt gehen wir wieder rauf in die Party-Musik. Wie kam es? Aber du weißt warum ich den gemacht habe, gell? Nein, da wollte ich jetzt gerade nachfragen. Ach so, also dass ich Icke Hüftgold kenne und wir ja durch unser gemeinsames Duett, Saufen ist scheiße, eine gemeinsame Vergangenheit haben, das weiß man wahrscheinlich, wenn man Papa Oke kennt. Tatsächlich war es so, dass Icke diesen Titel irgendwann gemacht hat und dann hat er den plötzlich live gar nicht mehr gespielt. Und da sagt, Mensch Icke, warum magst du den Titel nicht mehr? Denn Icke Hüftgold hat den Titel quasi zuerst gemacht, hat ihn aber dann irgendwie nur am Anfang gemacht, als er sich einen Namen gemacht hat und dann hat er die Nummer nicht mehr gespielt. Und nach 3 Jahren etwa hat er gesagt, Mensch Icke, die Nummer ist viel zu schade, dass du die jetzt nicht mehr magst. Und dann hat er gesagt, ach komm, dann mach sie halt du. Und das war quasi der Hintergrund, warum ich dann als Papa Oke die Eckstein dann nochmal neu gemacht habe. Und es gibt auch eine Duettversion davon. Okay, mit Icke und mir. Die kenne ich jetzt nicht, aber die könntest du mir irgendwann mal zukommen lassen, dann könnte ich die auch spielen. Jetzt spiele ich dich alleine, Papa Oke und Eckstein. Tja, und der Mann ist morgen Nachmittag bei mir zu Gast, Andy Schäfer, Wolke 7, sein neuer und aktueller Titel. Den hören wir dann morgen. So, Andreas, lieber Andy, ich sag jetzt einfach Andy. machen wir sonst auch immer, wenn wir uns sehen. Andy, wenn man jetzt ein bisschen über dich erfahren möchte, ich hätte noch stundenlang weiter mit dir plaudern können, hat richtig Spaß gemacht. Wo findet man was? Instagram, Facebook, Homepage? Genau, also wir haben im Prinzip alles komplett am Start. Wir haben Instagram-Account, Andreas-Karl. Einfach eingeben, da findest du mich. Wir haben bei Facebook eine Page. Es gibt die www.andreas-charl.de, also die Andreas-Karl-Webpage. Nicht wundern, auf den Terminen steht im Moment noch nicht so viel drauf, weil es natürlich auch gerade im Moment schwierig ist. Aber ja, wer da gerne Kontakt haben will, bei Spotify gibt es uns, das heißt einfach Andreas-Karl eingeben, da gibt es den Song auch noch in ein paar Remixen, wenn man es quasi etwas flotter haben möchte. Ja, ansonsten Facebook, Instagram, sehr gerne anschreiben, sehr gerne folgen. Würde mich freuen, würde mich wirklich freuen. Also, wir nehmen den Song Wunder auf jeden Fall in unser Programm auf. Toller Song, den ihr da gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn du in diesem Jahr nochmal irgendwann Zeit hast, wenn es wieder losgeht, vielleicht nochmal Rede und Antwort zu stehen im Startag. Wäre mir eine ganz tolle Ehre. Sehr, sehr gerne und dann auch gerne wieder mit kochen. Ja, auf jeden Fall. Also, wäre ja heute mal interessant gewesen, wenn du Holzler so gehabt hättest, dass wir zusammen die Gartenmöbel restauriert hätten. Das stimmt, ja. Aber ich musste mir die erst bei irgendeinem Online-Händler bestellen. Bist du Tatort-Fan? Tatsächlich gar nicht. Gar nicht. Also ich hab einen Kumpel, der ist, glaube ich, der weltgrößte Tatort-Fan, mein DJ Razzi, mein Kollege. Ja. Der guckt auch jeden Sonntag Tatort und ich habe tatsächlich mal diesen einen Tatort angeguckt, den ich wirklich sehr faszinierend fand, den sie in diesem One-Take gemacht haben, wo sie da diesen einen Take gemacht haben, war, glaube ich, irgendwie Österreich oder wo der war, wo sie quasi von Anfang bis zum Ende in einer Kamerafahrt diesen kompletten Tatort gemacht haben. Das fand ich sehr, sehr interessant und ich fand früher Schimanski geil. Ja, Schimanski sowieso, aber heute Abend für alle Schlagerfans vorzumerken, ab 20 Uhr in der ARD, 20.15 Uhr der Tatort aus dem Jahr 2013, der 10. Fall von Münster, genau, Roland Kaiser spielt dort eine Rolle, auf jeden Fall den Musiktitel aus dem Tatort Egoist, den werden wir jetzt noch hören. Andi, vielen, vielen Dank. Es war riesig toll. Es war mega und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir beide wieder zusammen hier ein bisschen quatschen dürfen. Bernie, es war mir ein Vergnügen, wie immer. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle, die mich auch mittendrin schon angeschrieben haben, schön, dass ihr alle zugehört habt.